Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Angriffe auf Israel. Militante Palästinenser haben am Morgen tausende Raketen aus dem Gazastreifen Richtung Israel abgefeuert. Rettungskräfte melden mindestens 22 Tote und hunderte Verletzte. Bewaffnete Hamas-Kämpfer drangen über die Grenze auf israelisches Gebiet vor. Sie sollen auch Geiseln genommen haben. Israel reagierte mit Luftangriffen auf Gaza. Breite Solidarität mit Israel. Bundesaußenministerin Baerbock erklärte, sie verurteile die Angriffe aufs Schärfste. Israel habe das Recht, sich gegen Terror zu verteidigen. Ähnlich äußerten sich die Regierungen in Frankreich und Italien. Ägypten warnte vor gravierenden Konsequenzen und rief beide Seiten zur Deeskalation auf. Irans Regierung kritisiert Friedensnobelpreis für Mohammadi. Das Vorgehen sei parteiisch und politisch motiviert. Die Frauenrechtsaktivistin Mohammadi sitzt derzeit im Iran im Gefängnis. Das Nobelkomitee würdigte ihren Kampf für die Menschenrechte und gegen die Unterdrückung der Frauen im Iran. Mindestens 15 Tote durch Erdbeben in Afghanistan. 40 weitere Menschen wurden verletzt. Mehrere Beben erschütterten am Morgen den Nordwesten des Landes nahe der Grenze zum Iran. Auch in dem Nachbarland waren die Erdbeben zu spüren. Bundespräsident Steinmeier zu Besuch in Washington. Nach einem Treffen mit US-Präsident Biden im Weißen Haus zeigte sich der Bundespräsident mit Blick auf die Ukraine-Hilfen optimistisch. Biden habe ihm versichert, dass auf die USA weiter Verlass sei, obwohl der neue Übergangshaushalt keine Hilfen vorsieht. Die Wetteraussichten. Morgen im Nordosten und im Südwesten nach Auflösung von Frühnebelfeldern viel Sonne. In den Gebieten dazwischen bewölkt und vor allem am Vormittag noch Regen. Höchstwerte 11 bis 26 Grad.